Jo, hallo. Heute haben wir Samstag, nicht Sonntag. Aber heute soll das Wetter noch ein bisschen besser sein wie morgen. Normalerweise hätte ich morgen die Durchsicht gemacht. Aber ich war in Kontrolle. Die Woche war ja beschissen, auf Deutsch gesagt. Und ja, wir haben 8 Grad im Schatten oder 9 vielleicht jetzt. Ab und zu mal Sonne. Und jetzt beeile ich mich mal, dass ich vor den nächsten Schutt mal schnell durchschaue. Hoffentlich haben sie keine Schwarmstimmung, sonst müsste ich ja dann 2 Bruträume durchsuchen. Gut, schauen wir mal. So, hier haben wir nochmal Volk Nummer 1. Das hatte ich mit vielen Spielnäpfchen notiert. Sind immer noch da. Aber sieht nicht danach aus, dass die weiter ausgezogen wurden, außer das eine da hinten. Aber das reicht mir. Hier ist mir gerade die Honigzarge abgerutscht. Gut, weiter. So, Volk Nummer 2. Gar keine Spielnäpfchen. Drohnenlarve. Ach, da haben wir ein paar Spielnäpfchen. Mal ein bisschen Rauch reinmachen. Und mit der Taschenlampe gucken. Keine Spielnäpfchen gefunden bei dem hier. Vielleicht haben sie sie woanders versteckt. Auf jeden Fall kriegt er jetzt einen zweiten Honigraum drunter gestellt. Weil die haben. Also der oberste ist schon. Der ist sau schwer. Gut. Dann ab zum nächsten. So, wir sind bei Nummer 3 angelangt. Sind Spielnäpfchen vorhanden. Aber nichts drin. Schön, wenn die Bude voll ist, weil sie nicht fliegen. Ja, alle zu Hause. So, jetzt sind wir bei der Nummer 4. Das war ja das Volk, was ich verstärkt hatte. Und die den Honigraum nicht angenommen haben und immer noch nicht, also nicht belaufen. Vielleicht hänge ich da mal was hoch. Aber jetzt, vielleicht nächste Woche erst. Mal gucken, wie sie drauf sind. Wie die Schwarmstimmung ist. Da habe ich ja noch nicht geguckt. Also hier sieht es trostlos aus hier oben. So, ein Blick durchs Absperrgitter verrät, wo der Honig gelandet ist. Dicke Futtergrenze. Hier will ich ja den Baurahmen ausschneiden wegen der Varroa-Belastung. Das werde ich jetzt auch machen, weil der ist jetzt, ich weiß nicht, ich glaube knapp 3 Wochen drin. Das ist jetzt reif zum Ausschneiden und mal zum Reingucken. Das mache ich dann aber zum Schluss, wenn ich noch Zeit habe. So, wer kann sich erinnern an das hervorstehende Spielnäpfchen? Guckt euch mal das letzte Video an. Oder war es das letzte? Weiß ich nicht mehr. Da ist der Drohnenrahmen an dritter Stelle. Ah, ist ja egal. Der kommt jetzt raus. Und der schöne Verbau hier bei meiner Lieblingsbeute. Aber keine Schwarmstimmung laut Rähmchen Unterkante. Das ist eine wunderbare Landgenetik. Naja, über 20 Jahre Standbegattung. Sah aber schon mal anders aus. So, wie man sich täuschen kann. Der ist noch gar nicht komplett verdeckelt. Da haben sie sich Zeit gelassen mit Bestiften. Ich habe jetzt mal ein paar Zellen aufgemacht. Also da, ich könnte noch eine Woche Zeit haben. Den werde ich dann erst nächste Woche ausschneiden. Hier sieht man schön den Futterkranz. Mal gucken, wird man eine Honigwabe hochhängen. Und schauen, ob sie sich dadurch hochlocken lassen.
Jetzt habe ich die Drohnenwabe an zweite Stelle gerückt, habe da eine Mittelwand hingemacht aus dem Honigraum. Und in den Honigraum habe ich jetzt hier die eine Futterwabe da reingehangen in der Mitte. Mal gucken, ob es was bringt. Brut wollte ich jetzt keine umhängen, weil es ja die Woche noch kalt sein soll. Müssen sie sich nicht so quälen mit dem Heizen. Gut, weiter geht's. Bis jetzt sieht's gut aus. So, auch bei Nummer 5 sieht's gut aus. Spielnäpfchen, auch ziemlich versteckte in den Rähmchen-Ecken. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Jetzt fängt es an zu tröpfeln und ich habe noch eins vor mir, ein Wirtschaftsvolk. Dann noch den Einshager und die zwei Topparreifs. Mal sehen, ob ich das schaffe. Und die sind ziemlich ruhig. Da war ich schon mieser drauf. Obwohl sie alt zu Hause sind, die alten Tanten. Wie bei der Nummer 6 bin ich jetzt. So sieht der untergesetzte Honigraum aus. Mittelwände sind angefangen, sitzt ein bisschen rechts und der obere ist auch nicht, ist nur belaufen. Ja gut, was wollen sie jetzt auch da oben bei der Kälte? Jetzt schützen sie oder jetzt wärmen sie lieber die Brut und das Brutnest warm halten. Tja, und auch hier Spielnäpfchen und sonst nichts. Das freut mich. Wenn ich überlege, ich hätte jetzt hier bei dem Wetter unten ein paar warm ziehen müssen. Ich glaube, da wären die nicht so ruhig geblieben. So, guck mal, eine Drohne. Scheint eine frisch geschlüpfte. Ist noch ein bisschen schwach. Ja, so schaut's aus. Sehr gut. Gefällt mir bis jetzt. Entspannend. Kann aber auch anders sein. Hätte ich jetzt schon zwei Völker gehabt mit bestifteten oder verdeckelten. Ne, verdeckelt nicht, habe ja vor 7 Tagen. Naja, vielleicht, wenn ich irgendwas übersehen habe. Na egal. Aber da wäre ich jetzt wahrscheinlich noch beim ersten oder zweiten Volk. Gut, aber bis jetzt schlägt sich die Kippkontrolle ganz gut. So, jetzt bin ich durch hier bei den Wirtschaftsvölkern. Das liegt darum. Und in die Drohnen rum. Haben sie die schon rausgeschmissen? Wegen der Kälte? Oder sind die freiwillig gegangen? Auf jeden Fall ist der Honigraum schon ganz schön schwer. Und ich glaube, da wo ich 2 drauf habe, da werde ich demnächst wieder meine Kipphilfe in Anspruch nehmen. Das wird mir sonst zu schwer hier. Gut, dann mache ich noch die Topper-Hives. Hab ja Zeit. So, jetzt bin ich hinten beim dritten Topper-Hive. Also das hintere. Und die hatten ja letztes Mal richtig viele Schwarmzellen. Mal gucken, ob ich was übersehen habe. Da hängen sie ab. Bei mir schüllen sie auch ab. Vor dem Sheet. Also Spielnäpfchen sind da. Ich habe noch nicht alles durchgeguckt. Ein paar warm habe ich noch vor mir. Aber ist nichts drin. Bis jetzt. Hier, die ist ziemlich dick. Aber auch nichts drin. Selbst hier so ein dickes, fettes, scheint nichts drin zu sein. Als ob die ausgeräumt haben wieder. Der Schwarmdusel irgendwie verflogen ist oder sie sich es anders überlegt haben. So, hier habe ich nochmal so dicke, fette richtig ausgezogen. Aber da ist nichts drin. Also die haben irgendwie ist denen das Schwärmen vergangen. So, und hier auch wieder. Das ist frisches Wachs. Leicht auszubauen. Die haben die ausgeräumt. Und was ich mega finde, wie leicht ich die jetzt rausziehen kann durch die Seitenteile. Das ist echt eine Weiterentwicklung für mich. Ein Erfolgserlebnis. Tja Leute, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich jetzt freue hier. Das mit den Seitenteilen, das ist echt der Hammer. Braucht nichts mehr freikratzen an der Seite.
Gut, dann mache ich das andere noch, das andere Topperreifen, dann weiß nicht, ob die den Einzager noch mache hier. Ach, ist ja gar keiner mehr. Hat ja jetzt einen Honigraum. Ja, vielleicht gucke ich da nochmal rein. So, jetzt bin ich bei den Topper HF1. Da schillen sie auch ab hier vorm Feed. Und da hatte ja jemand geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, dass die Königin vielleicht in den Honigraum gelangt ist, über das Absperrgitter. Da muss ich jetzt gucken, ob ich Stifte sehe im Brutraum. Wenn nicht, dann ist das wohl so. Und auch hier wird geschillt. Vorm Schied. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber es sind Stifte drin. In den Zellen. Also Königin ist auf der richtigen Seite. Ja, und auch hier keine Schwarmstimmung. Das freut mich. Jetzt kommt auch die Sonne wieder ein bisschen durch. Und dann kann ich das wieder zumachen und guck noch schnell in den Einzager. Ja, gut, das Jungvolk. Sagen wir mal so, mal ein kurzer Blick durchs Absperrgitter. Die sind heute irgendwie alle ruhig. Fliegt nichts auf hier. Ich habe noch keinen Rauch gegeben. Schon krass. So, hier schlüpft die erste Drohnenbrut aus der Drohnenwabe. Also nicht. Die haben ja noch mehr Drohnenbrut an den Ecken und Rändern und überall. Aber hier die reine Drohnenbrut auf dem Bauriemchen. Und da gucke ich dann auch immer. Weil wenn die schlüpfen, dann haben die ja meist die Milben an sich. Oder ob man schon verkrüppelte Drohnen sieht. Aber ich sehe nichts. Ist für mich so ein Indiz für die Belastung. Sieht ganz gut aus, hätte ich gesagt. Deswegen schlüpft die jetzt mal, dass wir ein bisschen Harmonie kriegen hier ins Volk. In dem einen Video hatte ich ja gesagt, dass ich dir hier drei Brutwaben rausgenommen habe und dafür drei Mittelwände reingehangen habe. Und jetzt sieht man, die sind ausgebaut und verdeckelt. Das ist die andere. Und da ist die dritte. Ich glaube, mein neuer Schleier hat die Bienen beeindruckt. So, dann bin ich doch tatsächlich durch mit meiner Schwarmkontrolle. Nichts los. Dann kann ja Honig kommen, wenn das Wetter wieder besser wird. Wenn es euch gefallen hat, das kurze Video, dann könnt ihr ja einen Kommentar, ich liebe Kommentare, könnt ihr einen Kommentar da lassen, ob es euch gefallen hat, Däumchen und so weiter. Und Abo ist auch nicht schlecht. Ich würde ja mal gucken hier. Ja, die holen wieder Wasser, habe ich gesehen. Gut, dann danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.